Tiere auf dem Bauernhof. Die drei Schwestern Annie, Tina und Sarah besuchen ihre Tante und ihren Onkel. Sie erzählen von zu Hause. Dann gehen sie auf den Bauernhof. Sie kümmern sich um die Tiere. Die Kinder beobachten die Kaninchen und streicheln die Pferde. Die Pferdemutter kommt vor. Tina streichelt ein graues Pferd und nennt es Tupsi. Annie holt ein kleines Häschen raus. Ihre Tante streichelt ein Pferd namens Pegasus. Das kleine Fohlen kommt langsam auf den Stall. Annie macht den zweiten Hasenstall auf und holt ein Häschen raus. Dann geht die Pferdemutter mit ihren Fohlen wieder in den Stall zurück. Annie holt dann zwei weitere Häschen raus und geht aus dem Gehege. Jetzt kommt Tina langsam mit auf den Bauernhof. Dann kümmern sie sich weiter um die Tiere und gehen dann langsam nach Hause. Aber natürlich nicht ohne sich zu verabschieden.